Hallihallo miteinander, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute basteln wir eine Klappkarte. Keine gewöhnliche Klappkarte, nein, wir machten heute diese Klappkarte. Da kommt zum einen, könnt ihr hier zum Beispiel ein Foto aufgeben, zum Freundschaftstag zum Beispiel mit eurer besten Freundin. Dann könnt ihr hier ein schönes Foto von euch aufkleben, könnt ihr auf der Rückseite hier noch ein paar Sachen dazu schreiben. Und ich finde, das ist immer ein schönes Geschenk, das sich sehen lassen kann. Oder was meint ihr? Ihr seid neugierig? Okay, wir legen los. Okay, fangen wir an. Und zwar brauchen wir zunächst einmal das Falz- und Schneidbrett. Und dann braucht ihr farngrünen Farbkarton. Ihr bekommt die Maße und die verwendeten Produkte wie immer auf meinem Blog. Da habe ich euch dann, da schreibe ich euch dann alles, was ich heute verwendet habe, auf. Und dann könnt ihr euch das in Ruhe abschreiben, abfotografieren, wie auch immer. Und wir halten uns jetzt aber diesmal nicht so wirklich mit den Maßen auf. Und zwar nehmen wir, wie gesagt, farngrünen Farbkarton. Der ist hier in diesem Fall jetzt 27 cm lang. Den falzen wir jetzt in der Mitte auf der langen Seite bei 13,5 cm. Und das war das schon mal. Das können wir noch einen Moment zur Seite legen. Dann haben wir einmal Farbkarton mit 29 cm Länge. Und da müssen wir jetzt auch falzen an der langen Seite. Und zwar bei 10,5 cm. Bei 14,5 cm und bei 18,5 cm. Dann können wir das auch erstmal wieder zur Seite legen. Nehmt euch jetzt eine Schneidunterlage, was auch immer ihr da am liebsten habt, und ihr geht jetzt her und nehmt euch ein Lineal, und dann habt ihr hier in der Mittelfalz, messen wir von oben und unten jeweils 0,5 cm ab. So, wie gesagt, bei 0,5. Und dann nehmt ihr euch, wie gesagt, die Schneideunterlage. Die meine ist so ein bisschen schief. So, und dann nehmt ihr euch ein ganz normales Cuttermesser und schneidet euch hier den Farbkarton knapp links neben der Falzlinie einmal ein. Und dann rechts neben der Falzlinie ganz kurz. Dann könnt ihr euch das hier in der Mitte schon mal so rausnehmen. Und die Spitzen könnt ihr euch dann hier so abschneiden. Und dann habt ihr hier in der Mitte so eine kleine Öffnung. Da müssen wir nochmal. So, okay. Wenn ihr euch fragt, Mensch, so was Ähnliches habe ich doch schon mal bei ihr gesehen. Das stimmt. Und zwar habe ich in dem letzten Dreivierteljahr irgendwann diese Boxkarte, wie man das auch nennen will, schon mal gebastelt. Die kann man dann so hinstellen. Ist auch sehr schön. Verlinke ich euch noch oben in der Infokarte. So, weiter geht's. Dann können wir uns die Schneidunterlage weglegen. Jetzt nehmen wir wieder unser Lineal und unseren Bleistift und gehen jetzt von der 18,5 cm Falzlinie, also das ist die rechte hier, da gehen wir jetzt einmal auf der Falzlinie 1,5 cm nach unten auf der Falzlinie
und von der Falzlinie links und rechts ebenfalls 1,5 cm. Auf beiden Seiten. Und dann nehmt ihr euch einen Falzstift oder was auch immer ihr da habt. Ich nehme jetzt noch meine Silikonmatte als Unterlage und dann ziehe ich mir hier an den Punkten jeweils eine Falz, sodass es dann ein Dreieck ergibt. Und dann könnt ihr euch die Falzen schon wieder nachziehen. Und die müssen wir hier nach innen knicken. Stellen wir uns aber auch wieder sehr dämlich an. So. Okay, nehmt euch ein Falzbein und dann zieht ihr das hier schon mal nach. So. Auf der anderen Seite natürlich auch. So. Und dann sieht das so aus letztendlich. Dann nehmt ihr euch noch ein Stück Farngrün und entsprechendes Designerpapier und das beklebt ihr euch jetzt auf beiden Seiten gleich damit. Aber vorab, bevor ich das vergesse, auf der langen Seite bei einem Zentimeter eben einmal kurz falzen. So. Ebenfalls nachziehen. Und dann könnt ihr dieses Farngrün mit dem Designerpapier schön bekleben. So, und wenn ihr das jetzt zusammengeklebt habt, dann könnt ihr euch das auch hier einmal eben falzen. Das ist jetzt das, was wir zuerst gezogen haben hier. Das ist das kürzere von beiden. Und dann klebt ihr euch jetzt an der Falz hier dieses eben fest. Guckt dabei, dass ihr mittig seid. Und klickt das auch wirklich schon so um, damit ihr dann hinterher auch die Karte noch zubekommt. Und dann legt ihr euch das hier drüber und klebt euch auf diesen Quadraten hier den Karton fest. So. Schaut dabei, dass ihr hier bündig seid. Einmal schön mit dem Falzbein drüber. Dasselbe auf der anderen Seite natürlich auch. Auch hier drauf achten, dass ihr bündig abschließt.
So. Wunderbar. Funktioniert auch. Sehr schön. Jetzt braucht ihr einmal Designerpapier, das hier oben aufgesetzt wird. Hoppala. Und dann einmal hier unten und da müssen wir jetzt natürlich noch mal hergehen und ein bisschen nachrechnen, dass wir hier schön bündig sind. Da müssen wir ein Stückchen abschneiden. Und das ist ungefähr bei 0,7. Und da nehmen wir uns jetzt das Lineal, legen uns hier bei das Lineal noch mal schön an und machen uns eine Markierung bei 0,7 an beiden Ecken. Und dann legt ihr euch das entweder hier in euren Schneider rein oder ihr nehmt halt eine Schere und ein Lineal verbindet die beiden Punkte. Ich mache das jetzt auf die Schnelle so. Und dann klebt ihr euch das hier auf der anderen Seite. Dann haben wir hier diese Seite, da werden wir jetzt flüsterweißen Farbkarton aufgeben und hier drauf kleben. Und hier am besten darauf achten, dass ihr hier an den Seiten schön dieselben Abstände habt. So, hervorragend. Und auch hier müssen wir jetzt praktisch nochmal die 0,7 cm einzeichnen. Und auch hier bemühe ich dann gerne nochmal ein Stanz- und Falzbrett. Mein Falz- und Schneidbrett, nicht mein Stanz- und Falzbrett. Das wäre schon Multitool, wenn das jetzt auch noch stanzen könnte. Also an alle Erfinder da draußen, das ist jetzt eine Steilvorlage gewesen. Könnt euch jetzt eine goldene Nase verdienen. Es wäre nett, wenn ihr meinen Namen erwähnt dann. So, das kleben wir jetzt hier noch so schön bündig auf. So. Funktioniert einwandfrei. Einwandfrei. So. Dann brauchen wir noch mal flüsterweißen Farbkarton. Und wenn ihr, bevor ich das jetzt vergesse, wenn ihr gerne zu den verschiedenen Designerpapieren aus dem neuen Jahreskatalog nicht immer im Katalog nachschauen wollt, welche Farbfamilie passt dazu, auf meinem Blog findet ihr auch die Farbfamilien und diese DSP-Designerpapiere. Die könnt ihr euch alle hier so einfach als PDF downloaden, ausdrucken und dann könnt ihr euch die abheften. Dann seht ihr immer ganz genau, welche Farben passen zu diesem, ja, Designerpapier. Nur mal so am Rande, wer das gerne hätte, kann sich das bei mir auf dem Blog gerne runterladen. So, wir gehen jetzt her
und nehmen uns aus dem Gänseblümchenglück die beiden Gänseblümchen. Und die werde ich mir jetzt mit Espresso bestempeln. Und anschließend ausstanzen mit den passenden Handstanzen dazu. Ich liebe dieses Set. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, das macht mir einfach gute Laune. Irgendwie ist das Sommer, Frühling und Scheiß auf Corona. So, Bums. Lasst einfach mal die Sorgen hinter euch. Ich weiß nur noch nicht, welche Farbabdruck nehme ich. Ich glaube, ich nehme den dritten. Genau. So, okay. Dann stempeln wir uns das jetzt mal ab. Und auf Papier. Den hier ebenfalls. So, ich guck mal, vielleicht werden wir sogar nur die kleine Brüte benutzen. Muss ich mal sehen. Also einmal ausstanzen. Und dann wollen wir mal schauen. Die große Blüte muss auf jeden Fall hier rein. So, dann machen wir uns jetzt hier einen kleinen Klecks auf die Blüte und fixieren das mit der Hand und schlagen die Karte jetzt zusammen. Drücken das einmal fest und dann öffnet die sich nämlich wunderbar so. Könnt ihr jetzt, ich zeige euch das jetzt mal, geht dann praktisch die Blüte auch noch auf. Ist das nicht süß? Und sie ist schon ein bisschen zu lang, seht ihr das? Da muss ich jetzt gleich mal gucken, dass ich da eventuell mit der Hand noch mal ein bisschen nachschneide. Und das ein bisschen kürzer. Jawohl. Also ihr seht auch, ihr könnt im Nachhinein noch mal ein bisschen bearbeiten, aber ihr müsst halt ein bisschen aufpassen. Das ist halt bei der großen, das ist natürlich, das verhält sich anders, wenn ihr jetzt die kleine genommen hättet, ne? Also jetzt nur die kleine, dann wäre das mit Sicherheit anders gekommen. Das gefällt mir gar nicht. Das lasse ich jetzt eben einmal trocknen. Das radiere ich gleich wieder weg. Ich setze die Blüte hier auf der anderen Seite an. Das mache ich jetzt, da ich jetzt im Moment nicht runterdrücken kann. Ziehe ich mir das hier so hoch. Kleber, den radiere ich mir eben weg. Und dann gehen zu beiden Seiten, gehen die Blumen auf. Nicht die Sonne, aber die Blumen. Wenn jetzt ihr statt Blumen eine Sonne nehmen wollt, auch gut. Da könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Und dann knicken wir uns die Karte hier so auf. Dann können wir hier auch noch einen Spruch drauf aufstempeln. Und da werde ich dann, ich schicke dir ein Lächeln verwenden. Das werde ich ebenfalls mit Espresso stempeln. Und dann muss ich mir das mal gerade querlegen, sonst wird das hier nichts. Dann habe ich einen Knick in der Optik und sehe nicht, wo es gerade ist. So. Hervorragend. Ihr könnt den Spruch natürlich auch vorher drauf geben, ne? Also macht es wahrscheinlich sogar ein bisschen einfacher. Aber ich finde, das sieht schon ganz klasse aus. Und jetzt gehen wir natürlich noch her und machen noch die Vorderseite schön. Da habe ich mir jetzt einen Aufleger in Rokoko-Rosa gewählt. Den werde ich jetzt hier mittig aufkleben. Dann nehmen wir uns nochmal flüsterweißen Farbkarton. Den werden wir uns jetzt noch bestempeln.
Und da werden wir jetzt den Farn ausstempeln. Und zwar werde ich dafür den Granny Apple Green verwenden. Ich werde auch da einmal vorher abstempeln. Und jetzt mache ich es mir einfach und werde jetzt diesen Spruch für dich verwenden. Ich habe mir in der Zwischenzeit aus Farngrün noch zwei Kreise ausgestanzt, und zwar aus den lagenweisen Kreise mit dem viertgrößten gewellten, mit viertkleinsten gewellten, so, und den mit der glatten Seite mit dem drittkleinsten. So, jetzt stempeln wir uns das für dich in Espresso auf. Gucken, dass wir das hier so einigermaßen mittig aufbringen. So. Einmal eben gucken, dass es trocken ist. Nicht, dass ich mir jetzt da mit dem Finger drüber gehe und dann boing, alles für umsonst. Das kleben wir uns jetzt hier auf den farngrünen Farbkarton auf. So, ich habe mir da jetzt noch Dimensionals aufgegeben und jetzt setze ich mir das hier mittig auf den Aufleger und klebe jetzt den Aufleger auf den Aufleger. Und wie anders sollte es sein? Natürlich, es gibt ein bisschen Bling-Bling. Das bietet sich hier ja wohl mal volle an. So, na komm her. Und hier unten noch, da ist ein Haar bei, das wollen wir nicht, so. Okidoki. Und schon ist eure Klappkarte fertig. Erster. So, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Erster bin ich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Nachbasteln, wie ich es heute hier hatte. Ich kann euch garantieren, wenn ihr die verschicken wollt, es wird nicht eine normale Standard Briefmarke sein. Also da werdet ihr die nächstgrößere nehmen müssen. Ich glaube, es sind 95 Cent oder so. Aber da geht ihr am besten zur Poststelle eures Vertrauens. Die werden euch da genaueres zu sagen können. Zu diesem Projekt habe ich jetzt allen Senf, den ich hatte, abgegeben. Ich möchte euch noch unbedingt daran erinnern, denkt dran, bis zum 30.06. läuft noch das Programm bzw. die Aktion für die Einsteiger, und ihr könnt da bis zu 178 Euro sparen. Wie das geht, das verlinke ich euch noch mal oben in der Infokarte. Wenn ihr also einsteigen wollt bzw. mit dem Gedanken spielt, seht euch das Video noch mal an. Und bei Nachfragen etc. nehmt gerne mit mir Kontakt auf. Für heute war es das von mir für euch für heute. Ich wünsche euch jetzt noch eine kreative Zeit. Bleibt gesund und munter, und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, macht's gut, bis dahin. Eure Yvonne.